Hallo, ich bin Sigi Silber. Heute ist der 2. November 2017 und ich melde mich hier vom TCT in Denver, Colorado. Wie immer ein großer Kongress mit über 10.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Schwerpunkt beim TCT ist ja traditionell die koronare und strukturelle Herzerkrankungen. Die Elektrophysiologie spielt hier keine wesentliche Rolle, dafür gibt es ja andere große Kongresse. Beginnen wir mit der koronaren Herzerkrankung, mit den Highlights zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Groß angekündigt wurden im Vorfeld die vielen neuen Daten aus aller Welt zum Absorbstand, auch Scaffold genannt. Also dem Everolimus freisetzenden Gerüst, welches sich nach einiger Zeit vollständig auflöst. Im Gegensatz zu den normalen Metallstents, die ein lebenslanges Implantat darstellen. Eigentlich, so meinten hier viele, haben sich diese ganzen Vorträge eigentlich erübrigt, schon vor Kongressbeginn, weil Abbott sein Produkt vor dem Kongress schon weltweit zurückgezogen hat. Bevor wir aber den Absorb endgültig begraben und in Frieden ruhen lassen, sollten wir uns kurz überlegen, wie es eigentlich dazu kam, dass Abbott $1 Milliarde, das sind 1000 Millionen Dollar, in den Sand gesetzt hat. Und die zentrale Frage war ja schon länger, wer ist eigentlich schuld an diesem Desaster? Ist es ein schlechtes Produkt gewesen oder haben die Ärztinnen und Ärzte schlecht implantiert? Der Ausgangspunkt der Entwicklung von absorbierbaren Stents war und ist unverändert richtig. Die klassischen Metallstents sind permanente Implantate, sperren das Koronargefäß in einen Käfig ein, sodass es nicht mehr frei bewegen kann und verhindern darüber hinaus, dass später einmal, eventuell in der Herzchirurgie, ein Bypass an dieser Stelle eingenäht werden kann. Stents kann man nicht entfernen. Außerdem stören die Metallstents bei der nicht-invasiven Koronarangiographie mit dem Herz-CT. Die Entwicklung des Absorbstents war also notwendig und richtig, hatte aber zwei Probleme. Erstens, die Stentstreben waren zu dick. 150 μ, also mehr als doppelt so dick wie die modernen Metallstents. Wir haben da also richtige Prügel in die Koronargefäße implantiert. Kein Wunder also, dass es da Probleme beim Blutfluss mit Komplikationen gab. Das erklärt auch, dass Probleme im wesentlichen Stentthrombosen überwiegend in den kleinen Gefäßen auftraten. Die schlechten Ergebnisse der zahlreichen Studien, ich habe von früheren Kongressen hierüber bereits berichtet, hat man aber auf die Implanteure geschoben, die die PSP-Regel nicht befolgten, also Prädilatation, Sizing, also richtige Größenwahl und Postdilatation. Nach einer hier vorgestellten Analyse wurde die PSP-Regel aber nur bei 5% der Patienten befolgt. Einfach unglaublich. Daher wurden jetzt mit großer Spannung die Ergebnisse der Absorb-4-Studie erwartet. Hier wurden die kleinen Gefäße ausgeschlossen und nur intensiv trainierte Implanteure zugelassen. Randomisiert wurden ca. 2600 Patienten zu Absorb oder Xience. Der primäre klinische Endpunkt wurde, interessanterweise, das habe ich noch bei keiner Stentstudie so erlebt, schon nach 30 Tagen gewählt. Da konnte doch einfach nichts schieflaufen. Ist es aber doch. Target Lesion Failure für den Absorb 5,0%, für den Xience 3,7%. Stentthrombose nach 30 Tagen beim Absorb mit 0,6%, dreimal so hoch wie der Xience. Der Absorbstent war zwar formal nicht unterlegen, aber wieder einmal schlechter als der Metallklassiker. Diesmal waren aber nicht die Implanteure schuld, sondern das Produkt. Das zweite Problem beim Absorb war, dass die Stents sich wohl nicht gleichmäßig, also homogen aufgelöst haben, sodass unregelmäßige Teile im Koronargefäß mehr oder weniger rumlagen, was ebenfalls zu den Problemen führte. Dementsprechend waren die Komplikationen zu allen Zeitpunkten aufgetreten. Es gab also frühe, späte und sehr späte Stentthrombosen. Da war jetzt die Frage, hört das denn nie auf? Müssen die Patienten zum Beispiel lebenslang eine duale Plättchenhemmung einnehmen? Erleichterung gab es dann hier, als die 4 Jahresdaten der Absorb-2-Studie vorgestellt wurden. Zwischen dem 3. und 4. Jahr traten glücklicherweise praktisch keine weiteren Ereignisse mehr auf. Wahrscheinlich ist der Stent dann nach 3 Jahren vollständig verschwunden. Also
Wenn die Patienten die ersten 3 Jahre ereignisfrei überstanden haben, dann ist endlich Ruhe. Wie soll es jetzt nun weitergehen? Wir brauchen Implantate mit dünneren Stenstreben, die trotzdem noch eine genügende Radialkraft aufweisen und die sich aber auch gleichmäßig auflösen. Kein Wunder also, dass auf diesem Kongress eine Parade von über 17 verschiedenen Produkten vorgestellt wurde, die diese Bedingungen vielleicht erfüllen könnten. Hervorheben möchte ich nur 2, die in Deutschland erhältlich sind. Der eine ist der Phantomstent, der fälschlicherweise so heißt, denn im Gegensatz zum Absorb ist er sehr gut sichtbar, also kein Phantom. Die Strebendicke dieses Polylaktatgerüsts liegt bei 125 μ. Die längste Nachbeobachtung war jetzt 2 Jahre bei 125 Patienten mit nur einer einzigen Stentthrombose, also ermutigend. Ein völlig anderes Grundgerüst bietet der Magmaris, nämlich eine Magnesiumlegierung. Ob die relativ große Strebendicke von 150 μ bei Magnesium genauso zu bewerten ist wie beim Polylaktat, bleibt offen. Auch hier ist die längste Nachbeobachtung 2 Jahre. Bislang wurde bei den 120 Patienten keine einzige Stentthrombose beobachtet, ebenfalls ermutigend. Aber wir brauchen für diese beiden und für die vielen anderen resorbierbaren neuen Stents unbedingt große randomisierte Studien mit mindestens 5 Jahren Nachbeobachtung. Ich hoffe inständig, dass diese Studien auch wirklich kommen werden. Aber jetzt mal was Positives. Eine europäische Studie, an der Deutschland federführend beteiligt war, die mit großer Wahrscheinlichkeit sogar die aktuellen Leitlinien ändern wird, die Culprit-Shock-Studie. Die aktuellen ESC-STEMI-Leitlinien, die erst im August dieses Jahres rauskamen, empfehlen bei Patienten im kardiogenen Schock eine PCI möglichst aller stenosierter bzw. verschlossener Koronargefäße. Genau das prüfte diese Studie jetzt an über 700 Patienten im kardiogenen Schock. Die Patienten wurden entweder zur alleinigen PCI des Infarktgefäßes randomisiert oder zur möglichst vollständigen Revaskularisation in selber Sitzung. Bei rund 1/4 der Patienten lag ein chronischer Koronarverschluss vor. Der primäre Endpunkt, die Kombination aus Gesamtmortalität und Nierenversagen nach 30 Tagen, wurde mit 45,9% in der Gruppe mit alleiniger PCI des Infarktgefäßes versus 55,4% in der Gruppe der vollständigen Revaskularisation signifikant gesenkt. Was vor allem auf die signifikante Senkung der Gesamtmortalität von 51,5% auf 43,3% zurückzuführen ist. Wahrscheinlich tut die Volumenbelastung des Kontrastmittels beim Versuch einer vollständigen Revaskularisation in selber Sitzung den infarkten Patienten im kardiogenen Schock nicht gut. Nun zu den strukturellen Herzerkrankungen. Schwerpunkt waren die Aorten und Mitralklappen. Zuerst zur TAVI. Größere, neue, durchschlagende, randomisierte Studien gab es hier nicht, aber viele Register aus vielen Ländern, zum Beispiel das große Rispeva-Register aus Italien, mit Vergleich der 5 führenden TAVI-Klappen an tausenden Patienten. Bei allen Limitationen von solchen Registern war doch in Übereinstimmung mit anderen Studien die heutige Erfolgsrate der Implantationen von fast 90% bei allen Klappen sehr hoch. Die Klappen unterscheiden sich aber hinsichtlich des Auftretens von Klappeninsuffizienzen oder auch der Notwendigkeit von permanenten Schrittmacherimplantationen. Die ideale TAVI-Klappe, das heißt keine Insuffizienz, keine Schrittmachernotwendigkeit, gibt es noch nicht. In den USA haben die TAVI im letzten Jahr mit 37.113 Implantationen erstmals den chirurgischen Aortenklappenersatz von 28.037 OPs überholt. Besonders beeindruckt hat mich hier die Kosten-Nutzen-Analyse der Partner 2a und Sapien 3 Studien bei Patienten mit intermediärem OP-Risiko. Die alleinigen Prozedurkosten waren bei der TAVI mit ca. $38.000 im Vergleich zur OP mit ca. $16.500 rund doppelt so hoch. Die Kosten aber während des ganzen Krankenhausaufenthaltes waren mit im Mittel $58.500 aber vergleichbar. Jetzt kommt aber der Clou. Berücksichtigt man den Gewinn an Lebensqualität, dann ist die TAVI eindeutig kosteneffektiv. Das heißt, im Vergleich zur OP geringere Kosten bei mehr Lebensqualität. Und wo hat man das sonst noch in der Medizin? Ich bin begeistert. Zum Schluss
zu den kathetergestützten Mitralklappeninterventionen. Im Gegensatz zur TAVI muss man hier zwei Therapieformen unterscheiden: die Reparatur einer Mitralinsuffizienz und den Mitralklappenersatz. Auf diesem Kongress habe ich die Anzahl der unterschiedlichen Systeme gezählt und kam auf 15. Vielleicht habe ich auch das eine oder andere übersehen. Das zeigt aber, wie groß der Bedarf ist, die Sternotomie bei Mitralklappenfehlern zu verhindern. Vorgestellt wurden zur Behandlung der Mitralinsuffizienz verbesserte Mitralclips mit breiteren Wäscheklammern, das Pakal-System, aber auch ganz andere Ansätze mit neuen Verkleinerungen des Ringes und das bekannte Carillon-System, aber auch das neue Arthos-System mit einem Magneten, den man stufenlos variieren kann. Ferner der Klassiker des Cardiobands oder die neue Harpune zur Fixierung von TTFE-Nähten durch den Herzmuskel hindurch am schlagenden Herzen, ist aber ein transapikaler Eingriff. Insgesamt waren die Experten sich einig, dass die ideale kathetergestützte Therapie der Mitralinsuffizienz, wenn man schon klippt, die gleichzeitige Ringverkleinerung beinhaltet. Solche Kombo-Fälle wurden auch vorgestellt, ist aber sehr zeitaufwendig und vor allem teuer. In diesem Zusammenhang ist das neue Millipede-System zu erwähnen, auf Deutsch Tausendfüßler. Und so schaut es auch aus. Was bei der Kathetertherapie der Mitralinsuffizienz gefordert werden sollte, ist, dass die gewählte Methode nicht eine später kathetergestützte Mitralklappenimplantation verhindert, so wie das zum Beispiel beim Clipping leider der Fall ist. Der Tausendfüßler scheint diese Forderung zu erfüllen. Für de novo Mitralklappenimplantationen wurde die Tendine-Klappe mit drei Segeln aus Schweinepädikat und einem selbst expandierenden Nitinolgerüst vorgestellt. Selbstverständlich kann man auch TAVI-Aortenklappen in Mitralposition nach Klappen-OP implantieren als Valve-in-Valve. Alle neueren Mitralklappeninterventionen gemeinsam ist eine relativ niedrige Fallzahl, meist so um die 30 bis 50. Von randomisierten Studien im Vergleich zur Herzchirurgie sind wir noch weit entfernt. Diese sind auch schwierig durchzuführen, weil ja zum Beispiel das Mitralclipping nur bei Patienten gemacht werden soll, bei denen das OP-Risiko zu groß ist. Mal sehen, was die randomisierte Cohort-Studie Clipping versus konservativ Ende dieses Jahres zeigen wird. Alle diese Entwicklungen, vor allem auf dem Gebiet der strukturellen Herzerkrankungen, aber auch der koronaren Herzerkrankungen und der Elektrophysiologie, lassen die Kardiologie und Herzchirurgie immer enger zusammenwachsen. Meiner Meinung nach brauchen wir ein neues Berufsbild, in dem unser Nachwuchs gleichermaßen im Herzkatheter und im Herz-OP ausgebildet und tätig sein wird. Aber bis unsere Ärztekammern das umsetzen, wird noch viel Wasser dem South Platte River hier in Denver herunterfließen. Vielen Dank.